Hallo, den gestrigen Weltfrauentag nehme ich heute zum Anlass, mein neues Konzept für ganzheitliches Wohlbefinden vorzustellen. In inneres und äußeres Gleichgewicht zu kommen, mit mir selbst im Reinen zu sein, eins mit der Natur und mit der Welt. Und ebenso wichtig ist es, das Männliche und Weibliche in Einklang zu bekommen, in uns selbst und in der Welt um uns herum. Dieses Jahr war bereits der 110. Weltfrauentag und er erinnert uns daran, dass diese Balance auf so vielen Ebenen in unserem Leben heutzutage nicht gegeben ist. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir uns daran erinnern und bewusst werden, wie viel Weisheit in uns Frauen steckt und wie wichtig es ist, nicht nur für uns Frauen selbst, sondern vor allem für unsere Umwelt, dieser Weisheit Raum zu geben. Die Frauenbewegung hat in den letzten Jahren schon viel Veränderung gebracht und viel ins Rollen gebracht. Und doch ist in dem System, in dem wir heute leben, viel Ungleichgewicht. Und es ist wichtig, ganz egal, welchem Geschlecht ich mich zugeordnet fühle, auf diese Ungleichheit zu achten, auf dieses Ungleichgewicht zu achten und hinzuschauen, es anzusprechen und bei den kleinen Dingen im Alltag zu beginnen. Meine Aufgabe ist es, dir als Frau die Augen zu öffnen für deine innere und äußere Schönheit. Wir Frauen sind diese wunderbaren, empathischen und sensitiven Menschen in der Gesellschaft, die oft die eigenen Bedürfnisse nach hinten anstellen, um die Umwelt glücklich zu machen. Mein eigenes Potenzial, mein eigenes Licht zum Leuchten zu bringen, erfordert Mut und Entschlossenheit. Lass dein Potenzial leuchten und werde zu dem Magneten, damit du deine Liebe, dein Erfolg, dein Glück in dein Leben ziehst, das du dir schon ein ganzes Leben lang gewünscht hast. Lasst uns gemeinsam dieses magnetische, zauberhafte Potenzial entwickeln, damit wir gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich danke dir.